Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Heute schauen wir uns endlich mal meine Shinies wieder mal an. Update Nummer 3, glaube ich. Letztens habe ich mir ja die Shinies von Zero of Time angeschaut. Interessant, er hatte eine Menge Sachen, die ich nicht hatte. Passend dazu startet heute das neue Pflanzen-Event, das Equinox-Event. Problem, es wurden keine neuen Shinies angekündigt von Niantic. Manche munkeln, Mirapla, Knofenser, sogar Rattan wird gemunkelt. Vielleicht Tangela, wobei für Tangela habe ich eine andere Theorie. Tangela Crest Day, März. Schauen wir mal. Oder vielleicht gibt es wirklich einfach keine neuen Shinies. Wer weiß. Weil es macht eigentlich keinen Sinn, dass sie es nicht angekündigt haben. Wir sehen uns heute Abend. Schaut zu meinem Livestream ab 20 Uhr diesmal. Event beginnt um 21 Uhr. Wegen der Zeitverschiebung drüben. Letztes Event, Kampf-Event. Machol und Mankey. Ich habe keins davon bekommen. Davor Taubsi und Radfratz habe ich auch nicht bekommen. Das letzte, was ich bekommen habe, war ein Natu. Irgendwo geklickert. Vor ein paar Tagen. Und? Da ist auch schon ein Radfratz. Shiny-Check? Nee, leider nicht. Ich habe hier eine Checkliste offen. Die werdet ihr wahrscheinlich nicht so gut erkennen. Ihr seht nur meinen Bildschirm und meine ganzen Shinies, aber nur damit ich mal so weiß, was es alles gibt, weil inzwischen ist es halt echt eine Menge. Es gibt anscheinend bereits 208 verschiedene Shinies. Von 400 irgendwas, also fast die Hälfte bereits. Wir können ja einfach im Pokédex schauen. 465. Ich müsste ungefähr alle gesehen haben, zumindest. Besitzen tue ich nicht alle, aber zumindest gesehen. Also ungefähr, nicht ganz die Hälfte, aber fast die Hälfte. Ich bin kein Shiny-Sammler und erst recht kein Living-Deck-Sammler. Also für mich reicht eine Stufe durchentwickelt. Dann wird es auch im Pokédex angezeigt, dass ich alle Stufen mal als Shiny hatte. Ich brauche nicht jeden, also Bisasam, Bisaknosp und Bisaflor im Beutel. Das interessiert mich so null. Aber ankreuzen tue ich trotzdem alle, weil ich die habe. Bisaflor übrigens mein bestes Shiny mit 96%. Glumanda, Glurak. Dieses Glurak ist jetzt sogar relativ gut geworden für PvP. Interessant. Denn es ist unter 1,5 und hat Blast Burn. Dann die Shigis habe ich, normal und mit Sonnenbrille. Also den normalen habe ich jetzt schon weggeschmissen, weil ich nur den mit Sonnenbrille brauche. Aber entwickelt habe ich natürlich auch mal einen normalen. Raupi, irgendwann sogar ein zweites Mal geklickert. Also den ersten habe ich gar nicht geklickert, aber den zweiten. Und jemand, Shoutout geht raus an Oksana, hat ihn unverdient genannt. Taubsi, nicht. Spieletrend leider auch nicht, tut mir leid, mein Freund. Radplatz, nicht. Pichu, nicht. Aber Pikachu, dementsprechend auch Raichu. Alola Raichu, nicht. Pichu mit Partyhut. Sowas Seltenes habe ich nicht. Pikachu mit Partyhut, ja. Dementsprechend auch Raichu. Pikachu mit der Mütze, nein. Pichu, Pikachu mit Hexenhut, nein. Pichu, Pikachu mit Weihnachtsmütze, nein. Pikachu mit Blumenkranz, das war letztens erstes Event, nein. Sandan, yes. Auch unverdient, weil den habe ich geklickert. Anscheinend. Grüße gehen raus an Oksana. Nidoran, nein. Eines der echt selteneren. Ich habe mal eine Liste gemacht mit der Tierliste, wie selten ein Shiny ist und was die seltensten Shinies sind. Könnt ihr gerne abchecken das Video. Versucht daran zu denken, das unten zu verlinken. Vergesse ich meistens. Auf jeden Fall, das Event ging nur einen Tag, glaube ich. Ja, und seitdem ist es sehr schwer, ein Shiny Nidoran weiblich zu bekommen. Und seitdem warten alle auf ein Shiny Nidoran männlich. Pi, seit kurzem erhältlich, aber ich brüte selten. Wobei, naja. Dann Anton habe ich auch nicht bekommen während des Events. Leider. Mankey wie gesagt nicht. Vukano bisher immer noch nicht. Macholo wie gesagt nein. Kleinstein nein. Punita habe ich wieder. Ich hatte sogar zwei. Eins habe ich vertauscht. Ausnahmsweise. Magnetilo Magneton nein. Slimer nein. Mushas ja. Habe ich bekommen. Der sieht auch cool aus. Darüber freue ich mich. Nebulak. Eins meiner seltensten. Habe ich auch bekommen. Ich kenne viele, die sammeln ja die Familie. Ich würde den hier für euch zu Alpollo entwickeln. Gengar habe ich ja vom Gengar Raid Day. Das heißt, den muss ich nicht durchentwickeln zu Gengar. Sprich, den könnte ich vertauschen an alle, die halt den Living Dex sammeln. Könnt ihr gerne von mir einen Alpollo haben. So. Weil wie gesagt, es reicht mir, wenn es im Pokédex alles als markiert ist. Als Shiny markiert. Traumato Hypno, habe ich einen bekommen. Schwach, aber ich habe einen bekommen. Krabi, nein. Kragosso, habe ich auch bekommen. Alola, Knorga, nein. Kusilla seit neuestem, aber auch nicht. Elekid habe ich. Seht ihr aber erst viel später, weil das ein Elevoltik jetzt. Achso, Ankreuz muss ich ja noch. Voll vergessen hier. So. Magby, nein. Pinsir, na klar. Ich hatte mehrere, aber ich habe die alle weggeschmissen, bis auf einen. Den besten halt, weil wer braucht schon 5, 6, 7, 8, 9, 10 Pinsir? Vor allem, wenn jeder so viel hat.
Okay, nicht jeder, tut mir leid, an alle, die keinen bekommen haben. Selbes gilt für Capador, da habe ich mein Bestes einfach entwickelt. Ich hatte 4-5 Stück. Ich meine, der Rest flackt eh nur rum. Und tauschen tue ich eh nicht, also sehr selten. Es gibt nur sehr gewisse besondere Personen, mit denen ich Shinies tausche. Weil ich persönlich brauche keine, das heißt, ich gebe die nur her. Und das kostet natürlich viel Sternstaub, dementsprechend. Ups, muss diese Person schon besonders sein. Also, dementsprechend auch, ich kriege viele Angebote, wenn ich irgendwie über Shinies rede. Dann schreiben mir wieder sehr, sehr viele Leute, hey Hong, ich habe das für dich und dies und das. Erstens, wir müssen gut befreundet sein, weil es kostet eine Menge Staub. Zweitens, ihr müsst in meiner Nähe sein, weil man kann nur in der Nähe tauschen. Drittens, danke, aber ich habe kein Interesse an Shinies. Evoli habe ich alle, da hatte ich Glück, alle direkt beim ersten Mal bekommen. Blumenkranz Evoli, kein einziges. Viel Glück an alle Living Deck Sammler, alle Formeln mit Blumenkranz zu bekommen. Vor allem, es kommen ja noch mehr Evoli Formeln, also das wird schwierig. Gut, dass ich das nicht sammle. Ammonitas habe ich. Kabuto leider nicht. Leider nicht. Ich habe leider 2 Ammonitas, aber kein Kabuto. Aerodactyl habe ich einen bekommen. In Salzburg, war geil. Arctos. Mein einziges legendäres Shiny für eine lange, lange Zeit. Bis der Fluch gebrochen wurde. Dratini, klar, wer hat den nicht? Seedey. Endivier Seedey. Kanimani. Und folgiges Seedey. Alles check. Togepi habe ich sogar bekommen. Kann ich für euch entwickeln. Knospie war mein erstes. Aber das war so in der Phase, wo ich echt Glück hatte. Da kamen dann die ganzen Shinies, Knospie, Elekid, Togepi, die 100er, Gabouts, Togepi, Momfaxo. Das war eine gute Zeit. Puh, das war echt eine Hot Streak. Hätte ich wieder anfangen sollen, Poker zu zocken in der Zeit. Das war echt krass. So. Für euch Shiny Togetic. Können wir abhaken. Habe ich auch gehabt. Bam. Dann, wie gesagt, Natu. Vor kurzem. Checkt das Video ab. Erhalten. Seedey. Klar, Voltilam. Azubel. Natürlich nicht. Sonnkern. Auch nicht. Kamux. Da hatte ich Glück. Da habe ich sogar 4. Kampfchef. Hier die 2 und einen habe ich schon vertauscht. Traumvogel habe ich nicht, ist so, hat mein Kleiner, würde ich irgendwann mal vielleicht rübertauschen, wenn ich mal Bock habe, aber ich habe keinen Bock. Tanzer, nein, Snubbel, nein, Krieg ist jeder klar, leider keinen guten, weil Mammutel ist krass. Botogel, nein. Hunduster, ja. Lavita, klar, Seedey. Mein Bestes sogar 91 Shiny, den müsste ich sogar mal max, 91 ist nicht schlecht. Lugia, habe ich getauscht. Weil, also ich habe was hergegeben für eine Kollegin, die ein neues Shiny brauchte oder wollte. Da hat sie mir halt das Lugia gegeben, obwohl ich es halt nicht unbedingt gebraucht hätte. Oh nein, Fifian habe ich ein paar am Start. Zickzacks, nein. Schabini, nein. Bingo, ja. Queste, Perlo habe ich den bekommen. Makuhita, ja, habe ich. Wo sind wir hier, Makuhita? Zubigis habe ich. Flunkief habe ich. Stoll Junior habe ich. Erster Tag, wo Stoll Junior freigelassen wurde in die Wildnis, habe ich ihn bekommen. Das erste Nest mit Stoll Junior hier in München. Mediti habe ich, Plusl habe ich, Minun habe ich, Knospi habe ich. Seht ihr später noch, weil jetzt ist eine große Garde. Weimer habe ich nicht. Spoink habe ich zufälligerweise reinbekommen, weil ich war eigentlich auf EP-Jagd. Bin ja wieder ein bisschen EP-geil. Und dann habe ich mit den anderen die Bustour gemacht. Die anderen haben die Bustour aber zum Shiny-Checken gemacht und ich eben für EP. Bablo habe ich ein paar. Wascher habe ich einen bekommen. Lucky. Schappet habe ich ein paar. Hier seht ihr 3 und einen habe ich bereits vertauscht. Zwirlicht leider nicht. Absolut hatte ich Glück. Schnäppke leider nicht. Vor allem da braucht man ja 2. Und eins von denen muss unbedingt weiblich sein. Perlo habe ich und die Entwicklungen zum Glück bekommen. Ich habe sogar einen 96er Shiny. Nicht schlecht. Libiscus, leider nein. Tarnel natürlich, Seedey. Latias. Da habe ich viele bekommen. Erster Latias Raid direkt einbekommen. 2-3 Raid-Pässe verwendet. 2 bekommen. Latias hat mich gemocht. 200er bekommen. Kleiner hat einen 100er bekommen. Also Latias echt ein guter Freund. Kyogre nicht bekommen. Obwohl ich so viel geradet habe. Dafür 4 Godon. Warum auch immer. Shinux, nein. Immer noch auf der Shinux-Jagd. Da nehme ich jeden Raid mit. Driftlon. Keine Ahnung, wie der auf Deutsch heißt. Habe ich nicht. Und
Meltal und Melmetal habe ich letztens entwickelt. Check das Video ab. Ja, das ist so die Sammlung von mir. Okay, ich habe gerade eine Neuigkeit reinbekommen. In den Gruppen von Krails, der hat wieder was entdeckt. Und zwar Lucky Friend. Garantiert nächster Tausch mit einem Lucky Friend mit Lucky. Ich habe sowas geahnt. Ihr wisst ja, ich tausche mit meinem Kleinen und der Kleine. Also in letzter Zeit gar nicht mehr, weil ich heb alles auf. Falls er endlich irgendwie sowas geplant hat und irgendwelche Events oder irgendwas integriert, was hat die Lucky Chancen erhöht. Deswegen habe ich da noch alles angespart. Mich legt ihr nicht rein, Niantic. Ich wusste, dass ihr sowas Dreckiges abziehen werdet. Aber mehr wurde dazu noch nicht bekannt gegeben, nur dass entdeckt wurde. Ein neues Feature, Lucky Friend. Was interessant ist, coole Idee. Schauen wir mal. Auf jeden Fall, das war's von mir, Leute. Schreibt unten in die Kommentare, welche Shinies ihr habt. Oh, warte mal. Wir können hier oben schauen. Ich habe 116 von 208. Könnt ihr gerne schreiben, wie viel ihr habt. Und ansonsten sehen wir uns heute Abend. Mal schauen, ob neue Shinies angekündigt werden oder ins Spiel kommen. Und ich bedanke mich für alle Angebote, aber nein, danke. Ich brauche die nicht. Und wie gesagt, man muss beste Freunde sein. Man muss in der Nähe sein. Und das seid ihr halt alle nicht. Alle, die mir immer ein Angebot schicken. Das war's von mir, Leute. Wir mal liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.